Käse wieder für euch, Becky. Und Torben. Und heute mit einem kleinen Europawahl 2009 Special. Tada! Oh, super. Wir sind so aufgeregt, weil jetzt dürfen wir das erste Mal wählen. So richtig wie Erwachsene. Oh, ja. Hey, es war geil. Super. Oh, ja. Und wir haben eine kleine Überraschung für euch. Oh, ja, das ist super. Ihr werdet euch freuen. Wir möchten hier live eine Briefwahl demonstrieren. Oh, ja. Wir haben uns nämlich die Briefwahlunterlagen besorgt und ja, dann wollen wir einfach mal wählen. Ganz einfach, hier in unserem Kinderzimmer. Und wir haben uns extra schick gemacht für den Auftritt. Also ich fange einfach mal an. Ich habe eine schöne Kette. Hier. Und dann habe ich noch einen Haarreif. Frauen, so sind sie, so kennt man sie. Naja, aber ich bin ja auch nicht besser. Ich habe mein Sonntagshemd angezogen und ja, klasse. Wir fangen gleich mal an. Also. Und dann ist jetzt ja alles super hier für Erstwähler geschrieben, wie man das macht. Echt super. Ja. Also keine Angst davor. Ja. Und das hier ist der Wahlzettel, wo alle Parteien aufgezählt sind und auch die drei wichtigsten, die drei großen Parteien. Ich sag's mal einmal, die Partei der bibeltreuen Christen, ganz wichtig. Dann haben wir noch die christliche Mitte. Die CM. Und dann haben wir noch die Frauen. Das war meine Idee. Ja. Das ist auch mal eine gute Alternative, sich für die Frauenrechte stark zu machen. Ja, das ist auch ganz wichtig. Da muss man abwägen, dass vielleicht christliche Werte doch was wichtiger sind. Aber nun, denn schon. Jetzt wollen wir wählen und dazu haben wir eben was vorbereitet. Rebecca, Wahlen sind geheim. Moment. Sekunde. So? Es klappt, Moment. Rebecca? Siehst du was? Nein. Siehst du was? Nein. Siehst du was? Nein. Siehst du jetzt immer noch nichts? Nein. Sie sieht nichts mehr. Okay, nun werde ich wahlen. Wählen. Kleiner Sprachfehler. Scherz beiseite. Du siehst echt nichts, ja? Nein, ich sehe nichts. Oh, ist das aufregend. Und? Moment. Darf ich wieder? Darf Moment. Ich wieder? Darf ich jetzt? Ich versteck's mal schnell. Okay. Darf ich jetzt? Jetzt darfst du es, jetzt darfst du es. Klasse. Wie ihr sehen könnt, wählen, politisch engagiert sein, macht supi Spaß, ja? Oh ja. Und vor allem, man bewegt auch was. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir zusammen, wir können ein christliches Europa schaffen. Stellt euch vor, ein christliches Europa nach Gottes Geboten. Oh ja. Oh. Schön. Das wäre echt schön. Zu guter Letzt möchte ich euch noch darauf hinweisen, dass es viele Parteien gibt, die echt nicht okay sind, bis eben auf diese drei genannten gerade. Wir haben da zum Beispiel etwas entdeckt, die nennen sich Piratenpartei. Und das... Wir finden, sowas muss nicht unterstützt werden, überhaupt nicht. Da irgendwie die Schranken zu öffnen für Piraten im Südpazifik, die andere Menschen überfallen, die dann auf legalem Wege über diese Wahl eben Räubereien betreiben können, ist nicht in Ordnung. Also sind wir strikt dagegen und wir bitten euch, wählt sie nicht. Nein, bloß nicht. Okay, dann wie ihr seht, wählen macht Spaß. Ja, und wir sagen immer so schön, vote or fly into the uncoolness. Okay, dann tschüssi und viel Spaß beim Wählen.